Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für ein Replay bei Let's Play World of Tanks, gespielt von SSC235 in seinem FV215B, den man meines Erachtens sehr selten sieht. Also ich weiß nicht, ob das subjektiv oder objektiv ist. Er spielt auf jeden Fall hier im Zug mit seinem Partner, dem Dr. Schleicher, in einem E100. Ich selber bin sehr gespannt. Auf jeden Fall haben sie schon mal ein kleines Glück, was die Karte angeht. Weil Charkov ist schon so eine Karte, die man auf jeden Fall mit einem Heavy Tank sehr gerne spielt. Und dann auch noch als Top-Tier in einem 9-8er Gefecht. Da muss man sagen, besser geht's gar nicht. Ich bin mal sehr gespannt, was er hier reißen kann. Er sichert jetzt hier erstmal mit seinem E100 die Straße hier oben ab. Kann man gerne mal machen. Bisher bekommen sie aber leider keinerlei Support. Deswegen denken sie sich, nee, okay, vielleicht da nicht so cool. Vielleicht wollen sie jetzt darüber zum E7, der jetzt hier auch rumdrückt. E7 schaut jetzt gleich weg und wird, ja, bekommt den ersten E100-Hit und er nimmt sich ihn jetzt hier auch zur Brust. Prallt allerdings leider ab und bekommt von der ES7 direkt eine 500er Schelle. E75 ist da auch. Aber wenigstens den kann er hier durchschlagen. Ah, doch, auf E75 kommst du doch drauf? Ja, genau. Ah, hat er ein bisschen Zeit verschenkt, hätte er früher schon drauf kommen können. Wollte sich aber bestens positionieren. Okay, der Tiger bietet sich da einfach mal so an. Und so schnell hat man seine ganzen HP weg, Tiger. Glückwunsch dazu. Geht schon gut rasant los, das Ding. Oh, der E100 hat fast gar nichts mehr. Ah, der E75 konnte hier gut wirken. Jetzt ist der E100 weg. Wurde von der Arti mal da weggesnackt. E75 ist auch spannend. Ein schöner, schneller Reload bei dem Panzer. Das ist ein Riesenvorteil, den der FV bietet. Knapp 7 Sekunden. Oh, oh, war der eng. So. Holen sich jetzt den IS-7. Oh, er trifft hier sogar wirklich und kommt durch. Sehr schöner Schuss. E75 fährt jetzt drauf. Oh, noch eine Lore. Genau, jetzt will er sich wohl die Lorraine vornehmen. Oder, naja. Jetzt aber, jetzt, ja, sehr schön. So, dahinter Lorraine und der T-34. E-75 konnte jetzt gut auf den T-34 wirken. Jetzt setzt er hier nach. Nee, schwieriger Winkel. Da prallt er ab. WZ kommt da jetzt auch rum. Frage natürlich auch, wo die Lorraine ist. So, T-34 prallt direkt nochmal ab. Jetzt kann er locker ihn rausnehmen, weil er hat den schnelleren Reload. Lorraine ist irgendwo weg, keine Ahnung. Aktuell 5:8 für den Gegner. Oder WZ und Tschuk. Ja, der war einfach. Hat er sich förmlich angeboten. Lorraine ist auf dem Weg zu den Artis gerade. Jedes der Teams hat 3 Stück, das ist natürlich auch schon Holz. So, die Lorraine auf dem Weg zu den Artis hat jetzt gerade mal den E75 da weggemacht. Er muss auf jeden Fall zurück. Da bekommt er sogar ein Rheinmetall ab. Der kommt links rum. 7:10. Ich glaube nicht, dass der Rheinmetall damit rechnet. Doch, er rechnet noch mit ihm, aber interessiert ihn trotzdem nicht viel. Da ist noch ein Rheinmetall. Der kommt aber durch. Und er lässt ihm noch 30 HP hier stehen. Er muss hier unbedingt nachsetzen.
ist noch eine Maus. Oh, Schild von der Seite. Nice, die kann er so easy rausnehmen. Da wird die Maus dann plötzlich doch kein Gegner mehr. Objekt 907 von hinten. Er hat eine super Map-Übersicht. Also auch hier, wo es so richtig gut abgeht, hat er immer einen Blick für die Map, wo was passiert. Da ist das Objekt. Wollte den wahrscheinlich ursprünglich mal ins Heck fahren, aber... Oh, das trifft er noch, die Arti. Blockt und den macht er weg, genau. So, jetzt kommt der Rheinmetall von hinten. Oh, Gott sei Dank, da konnte er den Rheinmetall, hat er geblockt. Ganz jetzt wird es nochmal heikel. Oh, der nimmt den raus. Sehr schön. Ganz, 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 ganz wichtiger Kill gerade noch. Der Arktiger hat auch nur minimal noch einen Reload gehabt. Das dürfte nicht viel mehr gewesen sein, was er gebraucht hätte. Jetzt sind nur noch die zwei Artis am Leben. Unglaublich, 8 Kills. Und jetzt sind sie natürlich hier im Vorteil, weil die zwei Artis haben hier... Oh, schöner Hit, so schnell und zack. Weed King gleich vom Garmus Rudel, dem Clan. Fuck you. Der ist natürlich hier alles andere als zufrieden über den Ausgang. Macht seinen 9. Kill jetzt auch noch. Jetzt fehlt nur noch eine Arti. Weed King fürs nächste Mal. Wird doch alles entspannter. Gehört zum Spiel dazu. Naja, der raue Umgangston ist ja mittlerweile bekannt in World of Tanks. Spannend, dass er jetzt capped. Ich würde mir auf jeden Fall noch die Arti suchen. Ja, denkt er sich jetzt wahrscheinlich auch. So, da ist nirgendwo eine Arti zu sehen. Da ist sie. So, da macht er den ersten Treffer. 3 HP noch. Aktuell 5100 Schaden. 5100. Oh, und der E75 nimmt ihn weg. Das ist aber doof. E75. Naja, egal. Trotzdem eine wahnsinnig gute Runde. 9 Kills gemacht. Da sieht man mal, dass dieser Panzer auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigung hat. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich finde die Karte super. Mir hat der Panzer gefallen. Und so darf es weitergehen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Alcaramba.